Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Sabrina mit dem Ghostie. Und wir machen heute mit der Schattensucher-Quest weiter. Und da geht es hier bei Avalon jetzt weiter. Und bei Avalon ist es halt, das ist sehr interessant, Sabrina. Ich glaube, ich habe eine Lösung. Wir machen dieses kleine Wutäffchen hier nett. Es ist nämlich gar nicht so schwer. Du musst verstehen, dass sie nur so gemein sind, weil es so viel dunkle Magie gibt, wo sie herkommen. Sie werden. Also wir werden sie einfach guter Magie aussetzen. Suche zwischen den Häusern auf dieser Seite des Flusses. Hinter einem der Häuser habe ich letztes Jahr Nettkraut gepflanzt. Man sollte es jetzt ernten können. Pflücke ein wenig davon und ich werde ein Nettpulver daraus machen. Okay, dann suchen wir jetzt mal hier hinter den Häusern. Ah, da hinten sehen wir das schon. Dann rutschen wir hier mal runter. Und da haben wir das Fünfmal. So, dann geben wir dieses nette Kraut halt jetzt Avalon. Und dann macht er ja Pulver. So, also er hat sich jetzt gerade eben fürs Pulver bedankt, dass es sehr gut aussieht. Also ich habe jetzt das Nettkraut gemahlen und ein paar geheime Druidenzutaten hinzugefügt. Schau dir dieses schöne Pulver an. Es riecht das nicht fantastisch wie Zimtschnecken und Sahnetorte? Wenn du das Pulver aufsaugst, dann wird dem Schattensucher eine ordentliche Ladung von Nettigkeit um die Ohren gepustet. Das sollte super klappen. Du wirst sehen. So. Wir benutzen jetzt das Pulver. Es ist im Staubsauger drin. Und mal gucken, was Avalon jetzt sagt. Hast du gesehen, Sabrina? Es hat ausgezeichnet funktioniert. Wie nett sich das kleine Ding jetzt anhört. Hier, nimm den Schattensauger. Du wirst ihn in Zukunft brauchen. Sabrina, ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Bring den Schattensauger mit dem Schattenwesen zurück zur Hexe. Und du richte ihr aus, dass wir Druiden nichts gegen sie haben. Wir sind sehr froh, dass sie wieder nett ist. Sie ist jederzeit willkommen auf eine Tasse Tee. Richte Pi aus, dass ihr die konvertierten Schattensucher dazu benutzen müsst, den paradorischen Riss so schnell wie möglich zu schließen. Es ist sehr wichtig, dass ihr das macht. Das müsst ihr ernst nehmen. Warte, nimm auch den Rest des Nachtnetpulvers mit. Du musst eventuell mehrere Schattensucher nett machen. Okay, also wir haben jetzt das Pulver, den Sauger, das Lichtwesen und das bringen wir jetzt erstmal alles wieder zur Hexe. Und die Hexe, die ist ja hier oben. Also wir nehmen dann jetzt hier eben erstmal den Transporter. Und lassen uns zur Reitarena hinten bringen. Und reiten von da aus dann über Jaspers Kürbisfarm wieder zur Hexe. Da haben wir die Reitarena. Ist das praktisch, dass wir halt hier diese schönen Transporter haben, die uns von A nach B bringen? So, unsere Hexe, die war ja oben beim Berg, wo sie ihr Labor ja aufgebaut hat. Und da reiten wir jetzt mal eben schnell hin.
jetzt sind wir hier wieder in den Bergen und hier ist Pi. Hallo! Oh, es hört sich ja wirklich nett an, was man da aus der Flasche hört. Wir können ihn bald freilassen, oder? Die Droiden wollen, dass wir den Riss mit Hilfe der Lichtwesen schließen. Das hört sich vernünftig an. Das machen wir. Jetzt, wo wir wissen, dass der Schattensauger funktioniert, können wir uns bis zum Riss vorarbeiten. Mach es so wie beim letzten Mal und komm zu mir zurück, wenn du alle Schattensucher in der Taucherflasche gefangen hast. Beeil dich, sobald sie weg sind, müssen wir den Riss schließen. Wenn wir nicht schnell genug sind, kommen vielleicht noch mehr Schattensucher raus. So, wir wissen ja, dass unser Pferdi hier Angst hat. Und ich traue mich nicht weiter, du musst alleine zu Fuß weiter. Alles klar, Ghosty, dann bleib hier stehen. Also dieses, was gerade beim Absteigen passiert ist, dass man hier normal absteigt, dann nach oben geschleudert wird. Dieses Problem habe ich immer wieder zwischendurch. Falls du auch das Problem hast, dann schreib doch einfach einen Kommentar unter das Video und dann wissen wir Bescheid, dass du auch davon betroffen bist. Und dann können wir mal hier uns alle bei Star Stablesons mal melden. Wir haben jetzt den Schattenstaubsauger aufgestellt. Da hinten ist der Schattensucher. Wir sind hier im Gebüsch. Da können die mich halt nicht sehen. Und jetzt kommt er. Hier ist der Sauger. Wir haben ihn. So. Jetzt müssen wir den nächsten fangen. Wir stellen dafür auch wieder den Schattensauger auf. Und jetzt warten wir im Gebüsch, bis er wiederkommt. Na, wo bleibt er denn, der Schattensucher? Wenn man drauf wartet. Oh, da kommt er jetzt, da hinten um die Ecke. Seht ihr ihn? Und jetzt macht es dann gleich wieder Puff. Und wir haben ihn. So, ein Schattensucher fehlt dann noch. So. Der läuft hier jetzt ja eben hoch. Wie wir sehen, müssen wir den Schattensauger hier vorne dann aufstellen. So, der ist aufgestellt. Jetzt bleiben wir einfach hier unten und gucken, dass der halt wieder zurückkommt.
So, da kommt der Schattensucher, ist über dem Staubsauger. Aber der Staubsauger hat nicht funktioniert, oder wie? Komisch. Das ist ja jetzt merkwürdig, ne? So, warten wir mal. Der Schattensucher läuft ja auch gleich dann wieder zurück. Und ob es jetzt funktioniert, wenn wir im Gebüsch stehen. Also wir standen ja jetzt gerade einmal nicht im Gebüsch. Und da ist der Schattensucher ja nicht eingesaugt worden. Und vielleicht klappt es jetzt, weil wir jetzt im Gebüsch stehen. Also du hast dich versteckt, der Schattensucher kann dich nicht sehen. Und gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Okay, also Jungs, Mädels, wenn ihr die Schattensuche einsaugen wollt, versteckt euch im Gebüsch. Das funktioniert dann. So. Wir haben alle Schattensucher gefangen und bringen sie jetzt erstmal wieder zurück zu Pi. Werden das bestimmt auch wieder nette Lichtteilchen. So, da ist Pi. Hier Pi, wir haben diese eingesaugt. Gut, jetzt saugen wir das Nettpulver in den Staubsauger. Puff. So, jetzt sind alle Schattensucher nett und glücklich. Hörst du sie singen in der Flasche? Es hört sich schön an. Man sollte es aufnehmen und zu Jorvik Fay schicken. Das könnte ein echter Hit werden. Was? Du hast. Was? Du verstehst? Obwohl ich Hexe bin, gehe ich mit der Zeit. Neben Hexerei sind meine Hobbys Musik und Computer. Genug davon. Zurück zu unserem Auftrag. Wir müssen zusehen, dass dieser Riss geschlossen wird, sodass nicht noch mehr dunkle Magie frei wird. Bring die Lichtsucher nach oben zum Riss und platziere sie dort auf der Erde. Zusammen sollten sie so viel positive Energie ausstrahlen, dass der Riss kollabiert und sich das Portal nach Pandoria schließt. Viel Glück, Sabrina. So, hast du immer noch Angst? Ja, okay, das Pferdi hat immer noch Angst. So, dann flitzen wir mal los. Diesmal brauchen wir keine Angst haben, dass hier irgendein Schattensucher ist, der uns versucht aufzufressen. Weil die haben wir ja alle eingesaugt und nett gemacht. Da platzieren wir hier den ersten. Den zweiten. Dritten. Und auch noch den vierten. Okay. Wir haben den Riss geschlossen, wie ihr seht. Hier. Der ist nicht mehr da. Aber jetzt ist alles voll von dieser lilanen Grütze, sag ich mal. Die klebt ja hier jetzt überall. Da, seht ihr das? Da hinten und hier oben drüber. Also sie ist ja echt wirklich überall. Das ganze Tal ist damit jetzt voll.
So, Pi, wir haben es geschafft. Gut gemacht, Sabrina. Ich habe sogar hier gemerkt, dass die Dunkelheit vom Berg verschwand. Die Lichtsucher sind nach Pandoria zurückgekehrt. Warum? Weil in Pandoria nicht als also nicht alles schlecht ist. Es ist kompliziert. Ja, okay, aber wenn da alles so böse ist, vielleicht haben die ja eine kleine, klitzekleine Chance. Pandoria, wo soll ich anfangen? Ja, Pandoria, du verstehst schon. Also, es war einmal. Sprich mit den Druiden, die können dir mehr über Pandoria erzählen. Ich habe keine Zeit dafür. Ich habe den Kessel auf dem Feuer gelassen. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Und ich muss doch auch noch Wäsche waschen. Ich hau ab. Bis bald. Wir sollten uns mal zum Essen treffen, oder? Bis dann, Sabrina. So, also wir sollen wieder nach Valdel reiten und mit dem Druiden über Pandoria sprechen. Pi ist ja hier fertig mit uns. Und wie ihr seht, ist die Dunkelheit hier ja weg. Und jetzt traut sich auch Ghosty mal hier ein bisschen weiter. Ne? Also, jetzt hat er auf einmal keine Angst mehr. Aber ihr seht hier überall diese lila Kleckse. Ja, auch wo wir vorhin überall lang gelaufen sind. Alles voll mit diesen lila Klecksen. Aber die sollten ja beim nächsten Regenschauer dann verschwinden. So wie die anderen Steine ja auch alle verschwunden sind, die mit Wasser in Berührung gekommen sind. So. Hier sieht man halt schon gar nichts mehr von dem Riss. Ich lasse uns jetzt aber abholen und wir fahren dann mit dem Transporter nach Valdel wieder und sprechen da mit dem Druiden dann über Pandoria. Ich werde langsam ein bisschen müde und ich denke, ich trinke mir gleich erstmal noch einen Cappuccino. So, aber erstmal hier zu dem Druiden. Gut, dass wir ja auch Elisabeth und die Druiden haben. Oh, sie erklärt uns das. Nicht der Druide. Eine Pandoria-Lektion. Pandoria, ich wusste doch, dass du irgendwann danach fragst. Das ist nichts, das wir so einfach erzählen können. Es ist nicht so, als würden wir dir nicht vertrauen. Aber bist du wirklich bereit? Das fragen wir uns eben. Wir müssen das im Rat diskutieren, Sabrina. Hab Geduld. Du wirst alles erfahren, wenn die Zeit reif ist. So. Da ist die Quest ja jetzt mit abgeschlossen. Und wir haben hier noch so die ein oder andere Aufgabe. Aber wir machen dann jetzt hier erstmal Schluss. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, wir sehen uns, wie immer, beim nächsten Video. Tschüss!